ist Extra, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehrlich. Hallo, willkommen zu Extra 3, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank. Sehr freundlich. Dankeschön. Vielen Dank. Ich frage mich ganz im Ernst, liebe Zuschauer, hat der ADAC eigentlich irgendwann mal nicht geschummelt? Also ich glaube da wirklich überhaupt gar nichts mehr. Ich glaube auch nicht, dass die gelben Engel wirklich Kfz-Mechaniker sind. Glaube ich nicht. Ich glaube, das sind verkleidete Sozialpädagogen. Jetzt ist ja ADAC-Chef Peter Mayer zurückgetreten. Angeblich. Ich glaube es nicht. Ja, nur weil der ADAC sagt, Rücktritt, muss es ja nicht lange nicht stimmen. Also. Ich glaube auch nicht, dass der Mann Peter Mayer heißt. Glaube ich nicht. Ich glaube, der heißt in Wirklichkeit Klaus Müller. Ja? Überlegen Sie mal, noch vor 3 Wochen hat der Leiter der Geschäftsführung des ADAC, Obermeier, der hat alle Manipulationsvorwürfe weit von sich gewiesen. Das, was hier behauptet wurde zu den Zahlen, ist kompletter Unsinn. Aber niemand ist tauber als der, der nicht hören will. Ja. Das mag sein. Andererseits... Inzwischen würde ich sagen, keiner lacht besser als der, der zuletzt lacht. Ja. Was ist falsch, was ist echt? Schwierige Frage. Genau das fragt man sich ja auch im Norden. Sie haben es bestimmt mitbekommen. Streit, es gibt Streit, was sage ich? Es gibt Krieg zwischen den Bundesländern. Alles wegen dieser Frage. Ist das hier in Niedersachsen der echte Norden? Oder ist denn Schleswig-Holstein der Norden noch echter? Die Niedersachsen sind jedenfalls echt sauer. Also zumindest Herr Tümmler von der CDU. Und zwar auf Schleswig-Holstein und seinen neuen Slogan. Schleswig-Holstein, der echte Norden. Für einen Niedersachsen klingt das so als... Ob Niedersachsen dann der falsche Norden ist oder ob wir geografisch jetzt nicht mehr zum Norden gehören, sondern irgendwie Mitteldeutschland sind, ich halte das eben für blöd. Ja, blöd. Niedersachsen ist schließlich auch im Norden. Oder etwa nicht? Niedersachsen ist auch im Norden Deutschlands, aber schauen Sie auf die Karte. Schleswig-Holstein ist ganz oben im Norden. Ganz oben im Norden? Heppete, heppete. Dafür hat Niedersachsen ein eigenes Norden. Wenn ich gucke, dass wir zum Beispiel in Niedersachsen die Stadt Norden haben, dass wir Norddeich haben, dass wir den echten norddeutschen Korn haben. Jawohl. Niedersachsen hat den echten Korn. Schleswig-Holstein hat ja nur Rapsfelder und Helgoland. Und trotzdem behaupten die Schleswig-Holsteiner einfach, Niedersachsen sei eben kein Norden, weil wir Berge hätten. Das fand ich ziemlich befremdlich, weil Schleswig-Holstein ja mit der holsteinischen Schweiz wirbt. Eben, die holsteinische Schweiz hat ja auch Berge. Na gut, Hügel. Sind die jetzt nordischer als der Brocken in Niedersachsen? Oder was? Ja, wenn die Niedersachsen das so sehen und dann beleidigt sind, nur weil die Berge nicht der echte Norden sind. Tch, was sagen eigentlich die anderen norddeutschen Länder zum echten Norden? Uns geht diese Debatte, wie wir hier in Hamburg sagen, so ein bisschen am Mors vorbei. Ah ja, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern geht das übrigens auch an. Naja, und wieso nochmal ist Schleswig-Holstein jetzt der echte Norden? Die Menschen in unserem Land, die sind echt, echter Tourismus, echtes Leben an den Küsten. Hier wird echte Forschung betrieben. Das ist der echte Norden. Echt bekloppt. Das ist ja fast so, als würde man behaupten, das Beste am Norden zu sein. Wer macht denn so einen Scheiß? Oder als würde man behaupten, Extra 3 wäre die einzige Satire-Sendung. Das war ein Film von Martina Hauschild. Ja, aber eine schwierige Frage. Ganz schwierige Frage. Ich könnte sie auch nicht so ohne weiteres beantworten. Wo fängt der echte Norden an? Früher hat man gesagt, da, wo die Menschen aufhören zu sprechen, da fängt der Norden an. Andere sagen, da, wo deine Schwester deine Mutter ist. Ja. Heute weiß man, Norddeutschland ist genau da, wo Magath nicht mehr hin will. Was meinen Sie? Wo ist der echte Norden? Sie können uns einen Kommentar schreiben auf unserer Seite x3.de. Wir machen weiter mit Sport, und zwar mit den Olympischen Spielen. Wir haben jetzt 6 Goldmedaillen. Yeah! Ja! Ja! Begeisterung! Ja, Umwelt, ach komm, Menschenrechte, kannst du vergessen. Es sollte bloß niemand versagen.
Das ist schwierig. Also wenn Athleten versagen, dann kommt es auch vom deutschen Kommentator wirklich knüppeldick. Feuerfrei, Wolf-Dieter Poschmann. Stefanie Becker, die Erfurterin, hat es leider nicht drauf. Und in dieser Saison, da lief gar nichts zusammen für Stefanie Becker. Die Technik ist ein bisschen holprig. Die große Technikerin war sie ohnehin nie. Nein, da können wir einen Haken dran machen. Sie hat es nicht drauf. Sie kann es nicht umsetzen. Beckert macht uns Sorgen. Es ist ein Jammer. Ich glaube, er fand sie nicht so gut. Allgemeines Lob gab es aber für Putins Eröffnungsfeier. Es war ja ein Wahnsinn. Ich habe das gesehen. Ich habe nur darauf gewartet, dass der Mond am Abendhimmel Putins Silhouette annimmt. Ja, überall. Putin, Putin, überall der russische Präsident. Ganz fies auch im Stadion dann bei der Eröffnungsfeier dann neben dem IOC-Präsidenten. Ich fand es ein bisschen eklig, oder? Wie er dann da stand, dieser undemokratische Despot, dem Menschenrechte völlig egal sind. Und Putin direkt daneben. Muss das sein? Wissen Sie, wer auch in Sochi ist? Gerhard Schröder. Gerhard Schröder ist hingefahren. Ja, Gauck nicht, Schröder schon. Und Schröder weiß auch, wie wichtig es ist, beim Sport ganz, ganz viel zu trinken. Die Art und Weise, wie man in Deutschland, in den Medien, das muss ich jetzt mal kritisch sagen, das müssen wir auch gestatten, mit Olympia in Sochi umgeht, ist eine Katastrophe. Da toben sich Leute aus, ohne irgendwie eine Beziehung zu haben zu dem, was hier passiert. Klar, wir haben nicht so gute Beziehungen zu Russland wie Sie, Herr Schröder. Das ist mal klar. Ne? Und auch nicht nur halb so sehr einen im Tee haben wir auch. Ja. Aber gut, wir halten uns an die Fakten. Wir halten uns an die Fakten. Nüchterne Zahlen. 37 Milliarden kosten diese Spiele. Was man mit dem Geld in Russland alles hätte machen können. Überlegen Sie mal, tausende Straflager und Gefängnisse bauen zum Beispiel. Dafür sind die Spiele in Russland aber auch die sichersten, die es je gegeben hat. Alle Tiere, Bäume, Büsche und Flüsse, an denen man sich als Großstädter verletzen könnte, wurden vorsorglich zubetoniert. Ne? Da sind Sicherheitskräfte en masse im Einsatz irre. Also auf jedem Viererbob fährt ein Scharfschütze mit Maschinengewehr. Wahnsinn! Hier ist unser Song zur Putinale in Sochi von Dennis Gaub und Julian Amerschi. Hallo, hier spricht der Suppenkasper. Yo. Ich verprass jetzt euren Zaster. Für Winterspiele unter Palmen. Aha, lass ich die Umwelt gern zermalmen. Yo. Hey Leute, schaut auf meine Feier. Ich hab die allerdicksten Eier. Hoppla, der Ring, der funktioniert nicht. Aha, na gut, den Techniker erschieß ich. Ich bin der Zar, ich blass an den Marsch. Das IOC kriegt mir tief in den Arsch. Yo. Die Kosten sind mir egal, mein Volk, das kann mich doch mal. Korrupt sein ist doch normal, ich mach mich tierisch gern nackig. Diktator sein ist mein Job, Schwule verhauen find ich top. Ich bin verdammt homophob und mach mich tierisch gern nackig. Ist unser Wasser auch brackig, tja, auf den Umweltschutz kackig. Ihr siedelt um uns warzackig, ich mach mich schnell doch mal nackig. Ich find mich wahnsinnig knackig, ich mach mich tierisch gern nackig. Ich find mich wahnsinnig knackig, ich mach mich tierisch gern nackig. Die Diskussion um Steuerhinterziehung geht weiter. Und haben wir es auch bemerkt, die Debatte um Steuerhinterziehung bekommt plötzlich so einen neuen Unterton. Das Motto ist jetzt, sind wir nicht alle ein bisschen schwarzer? Aber natürlich, ja, Steuerhinterziehung ist doch Breitensport. Haben Sie etwa kein Konto in der Schweiz mit 3,5 Millionen drauf? Na sehen Sie, ich auch nicht. Ja, so ein Quatsch, normale Arbeitnehmer können das Spiel nicht mitspielen. Also für uns ist ja eigentlich das Beste und auch das Unterhaltsamste. Also den meisten Unterhaltungswert haben für mich eigentlich diese ganzen Entschuldigungen und Ausreden. Das finde ich das Tolle am Thema Steuerhinterziehung. Also was man da zu hören bekommt. Alice Schwarzer wollte ja mit dem Geld fliehen, weil sie verfolgt wurde in Deutschland. Die hat sich teilweise gar nicht mehr zu sich nach Hause getraut. Die war so verfolgt, die war rund um die Uhr in Fernsehstudios. Da hat sie sich verstecken müssen. Es sind ja auch einige Geistesmenschen und Intellektuelle unter den Steuerflüchtlingen. Aber eben auch Leute wie Theo Sommer von der Zeit.
Seine Begründung: Ich habe in dieser Zeit 5 Bücher geschrieben. Deren Abfassung hat mich bis in die Nacht beschäftigt. Auch eine Möglichkeit, ne? Bei jedem Brief vom Finanzamt schnell ein neues Buch anfangen. Helmut Linzen von der CDU hat gesagt, er hätte sein Geld auf die Bahamas gelegt für seine alte Mutter. Ist das nicht herzergreifend? Mir kommen die Tränen. Wenn man sich das bildlich vorstellt, wie sich der Sohn kümmert und wie die alte Frau Linzen einmal im Monat mit ihrem Sparbuch und dem Rollator zu Fuß in die Karibik rollt, um da 50 Euro abzuheben. Ja, muss man erst mal drauf kommen, auf solche Ideen. Ich kann Ihnen raten, wenn Sie da Bedarf haben, wenn Sie sich professionell rausreden wollen, dann empfehle ich Ihnen dieses Gerät. Das ist der sogenannte Sorry-Mat. Ja? Wenn Sie eine Ausrede brauchen, weswegen Sie Steuern hinterzogen haben, dann müssen Sie das folgendermaßen sagen. Sie müssen einfach immer den Satz sagen, ich habe Steuern hinterzogen, aber nicht für mich, sondern für. Und jetzt haben Sie hier die Auswahl. Eben entweder kranke Babydelfine zum Beispiel. Oder Sie können jetzt hier drehen, da können Sie auch sagen, arme Waisenkinder, für die habe ich es gemacht. Oder ich habe es gemacht für vom Aussterben bedrohte HSV-Fans. Kann ich nur empfehlen. Was denkt denn der einfache Mann und die einfache Frau auf der Straße, also auf der einfachen Straße? Was denken die denn über das Thema Steuerhinterziehung? Fragen wir jemanden, der sich wirklich auskennt, fragen wir Rollo. Einfach Rollo. So, Rollo, geht los. Hä? Geht los. Was denn? Ja, Steuerhinterziehung ist das Thema heute. Ach, das mit der Schwarzer, oder was? Ja, genau. Oh. Ja, los, komm. Ja, los geht's. Mit der Alice Schwarzer? Die, hast du das mitgekriegt, was sie gemacht hat? Ja. Und wie findest du das? Scheiße. Die war ja immer Finger hoch, Moralapostel, ne? Und dann ist natürlich ein gefundenes Fressen jetzt, ne? Ja, alle Schreckschraube. Hallo. So, oder nicht? Das sind doch alle Wachtel, oder was? Jetzt hör mal auf. Der kleine Bürger, der wird drangezogen. Ja, natürlich. Der wird drangezogen. Ja, und der kriegt auch einen Strafzettel sofort. Und der muss auch gleich bezahlen. Ja, guck mal, wenn ich bei Aldi zum Beispiel, ich gehe da immer regelmäßig rein, kaufe mir so einen kleinen Schnaps. Sehr also, schön. Ja, den klaue ich mir ehrlich gesagt. Ne? Aber wenn ich da erwischt werde, ne, dann kriege ich sofort Ärger. Ne? Und wenn der da 100.000 irgendwo hinterzieht, dann passiert gar nichts, oder was? Passiert. Und sowas geht natürlich. Es muss einfach energisch durchgegriffen werden. Wer Steuern hinterzieht, muss auch bezahlen. Und genau. Zwar gut, mehr bezahlen. Ja. Oder? Ja, absolut. Ja. Und sag mal, was ist denn beim HSV schon wieder los da? Oh, Rollo. Jetzt nicht HSV. Nee, das ist doch ein Thema, oder was? Was findest du schlimmer? Schwarz-Gelb oder Alice Schwarzer? Tja, Alice Schwarzer. Die ja. Steuern hinterzogen hat. Ach, das ist doch harmlos, ist das. Das machen doch fast alle. Das ist schon fast an der Tagesordnung. Also wer es nicht macht, ist eigentlich dumm. Guck mal, ihr seid zu zweit unterwegs, ne? Ihr seid jetzt Freunde, ne? Dann geht er gleich irgendwo schick essen und dann sagt ihr Geschäftsessen. Ist doch klar, oder nicht? Wenn es ein Geschäftsessen ist, ist es ein Geschäftsessen. Ist doch immer Geschäft. Also ich habe meinen Freund Holgi und ich, ne? Wenn wir da hier eine Currywurst essen um die Ecke, ne? Dann sagen wir auch Geschäftsessen. Oder nicht? Ja, sowas würden wir nie tun. Hast du ein paar Tricks auf Lager, du? Bitte? Ein paar Tricks, wie man das macht, so. Mit der Steuer und so. Ja, also mein Freund... Ganz einfach. Ja. Nicht anmelden. So einfach. Anmelden. Ja, beim Finanzamt. Die Kohle, die ich kriege für heute, kannst du mir besser bar auf die Kralle geben vielleicht, geht das, wenn das geht. Schwarz oder was? Was heißt schwarz, hast du jetzt gerade gesagt? Ich habe gesagt, bar auf die Kralle. Kennst du nicht so einen polnischen... Ich brauche jemanden, der meine Waschmaschine anschließt. Hast du da jemanden? Nee, du. Habe ich nicht. Na, schade doch. Ich habe auch so mal... Hast du einen guten Autoschrauber? Ich habe einen, ja, mein Onkel. Oh, wirklich? Brauchst du einen? Ja, vielleicht. Der macht das unter der Hand, aber... Ja, muss mal gucken. Sag mal Bescheid, nicht? Aber das haben wir jetzt nicht hier, nicht vor Kamera gesagt. Nee. So, Alicia, tut mir leid, ich muss nach Hause. Ich habe da so einen Türken, der will mein Badezimmer fließen, okay? Hallo, ist nicht mir einfach ein, fürs nächste Mal wieder dabei, okay? Aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Danke, Rollo. Ja, mehr kann man da nicht erwarten. Ein Film von Cem Ali Gültekin und Alicia Anker. In Berlin gibt es mal wieder einen Skandal. Da fliegt der Kultursenator auf, weil er Steuern hinterzogen hat. Ne? Kultursenator André Schmitz. Ein Mann, der für die Berliner Kultur verantwortlich ist und aussieht wie der unbegabte jüngere Bruder von Elton John. Er sagte, er hätte die Steuern hinterzogen, um eine Lebensversicherung zu finanzieren. Wieso das denn? Ich meine, der Typ ist ein Saufkumpel von Wovereit. Ja? Eine bessere Lebensversicherung gibt's gar nicht. Der Schmitz heißt ja eigentlich Schmitz-Schwarzkopf und ist tatsächlich Erbe der Shampoo-Dynastie. Ich habe gehört, er nimmt nun auch Einfluss auf die Firmenpolitik und führt ganz neue Produkte ein, wie zum Beispiel hier, das neue Schau mal weg. Das Schamlos-Shampoo mit der Berliner SPD-Formel. Für Korruption bis in die Spitze.
Und Wovereit? Wovereit spricht sich von allen Vorwürfen frei. Es ist natürlich für ihn ganz leicht, aus der Nummer rauszukommen, denn er hat einen erstklassigen Pressesprecher. Der Pressesprecher ist leider im Skiurlaub, deshalb hier nun sein Vize-Ersatz-Pressesprecher. Der Vize-Ersatz-Pressesprecher von Klaus Wovereit heißt Thorsten Sträter. Ich danke Ihnen. Vorneweg, liebe Grüße von Herrn Wovereit. Er wäre gern schon früher an die Öffentlichkeit getreten, hat aber noch am vergangenen Freitag einen unaufschiebbaren Friseurtermin in Tirol. Und danach hatte der ADAC leider keinen Hubschrauber frei. Nun ja. Meine Damen und Herren, Sie fragen sich vielleicht, hätte Wovereit seinen ehemaligen Kulturstaatssekretär André Schmitz härter anpacken müssen? Ich sage, nein. Schmitz und Wovereit sind seit Jahren dicke Freunde. Und wir alle sollten nie vergessen, was das bedeutet. Fragen Sie sich selbst mal ganz kritisch. Wenn Sie jetzt im Urlaub auf Mallorca Ihren sturzbetrunkenen Kumpel Günther nachts um drei zum Hotel tragen müssen, weil er lallend und mit Blick auf die Kellnerin ankündigte, die Olle, die pimmel ich jetzt weg, das ist mir so egal. Bitte. Dann werfen Sie den Idioten doch auch nur ins dunkle Einzelzimmer und Schwamm drüber. Oder rufen Sie ernsthaft seine Gattin an und sagen, hör mal, Lisbeth, das Dreigestirn Malle, Günther und Sangria passt nicht so knorke zusammen. Das tun Sie nicht. Eben, Sie sind loyal. Genau wie der Wovi. Der Schmitz, ich meine, was hat er denn gemacht? 425.000 Euro in der Schweiz versteckt. Aber er ist nicht etwa weich geworden und flennend zum Finanzamt gekrochen wie der Wurstpate Hoeneß. Der Schmitz wurde erwischt, zack, auf die gute alte harte Tour. Das ist ein Kerl. Ganz große Westernromantik. Irgendwer zieht immer schneller. Nein. Denken wir lieber mal an die wirklich schlimmen Dinge in diesem Land. Wie an diese riesigen Schilder an der Autobahn, an denen man mit 270 Sachen vorbeiknallt und draufstarrt, weil die so bunt sind. Und dann steht da, lassen Sie sich nicht ablenken. Saugefährlich. Das ist ein Skandal. Da sind die 22.000 Euro Steuernachzahlung von einem Kultursenator doch Pillepalle. So viel hat bei Thebats van Elst alleine der Zugluftdackel an der Tür vom Hauptportal gekostet. Ja, ich danke Ihnen. Es wird wirklich Zeit, dass wir uns mal die geistigen Stoppersocken überstreifen. Das Wesentliche, Herrschaften. Darum geht's. Hier wird wegen ein paar Euro der Herrmann gemacht. Aber was der Herr Wovereit beim Bau des neuen Flughafens leistet, das will mal wieder keiner sehen. Beispiel. Stand heute Morgen. Eine der 182 Rolltreppen funktioniert bereits. Klar, sie fährt falsch rum und macht Geräusche wie ein Braunkohlebagger. Aber Strom ist schon mal drauf. Und sowas wird ganz schnell mal vergessen. Danke. Vielen Dank, Thorsten Sträter. Und jetzt abgehakt die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen in den Nachrichten. Na, wer nimmt denn da den Hintereingang zum Gläsecker-Prozess? Das ist doch Christian Wulff. Was hat Wulff wirklich gewusst? Was genau wusste Ex-Bundespräsident Wulff? Und wenn Wulff mehr wusste? Mit welchen wohlüberlegten Worten wird sich Wulff verhalten? Wie, was wusste Wulff? Die Schnarchnase wusste doch angeblich nichts über die dubiosen Gratisreisen seines Kumpels. Hat er doch vor 2 Jahren genauso ausgesagt. Aber heute, plötzlich, kam die Erinnerung zurück. Die Reisen seien ihm inzwischen wieder eingefallen. Ach so, na vielleicht fällt Prinz Valium demnächst sogar ein, dass er mal Bundespräsident war. Obwohl, nee, das kann man nun wirklich vergessen.
Apropos vergessen. Dank diesem Vogel hier können wir die Energiewende auch getrost vergessen. Denn keine Wende mit dem Wendehorst. Horst Seehofer greift wieder an. Bayern wehrt sich gegen Pläne für eine neue große Stromtrasse. Denn wie steht es doch im Einmaleins für hohle Stammtischpopulisten geschrieben? Es wird gegen Bayern und die ganzen Kommunen hier keine Stromtrasse gegen unseren Willen geben. Und was sagt der Herr Vollhorst zur Kritik aus den anderen Bundesländern und der EU? Glauben Sie, dass ich, nur weil jemand aus NRW oder aus der Kommission was anderes sagt, mir die Meinung ändere? Das habe ich 40 Jahre lang weggetan und es wird auch jetzt nicht geschehen. Genau, Horst. Oder wie die Amis sagen würden, fuck the EU, fuck the Energiewende. Noch was? Nee, jetzt ist auch mal gut. Obwohl, da war ja doch noch was. Wir möchten uns in aller Form bei Thebats van Elst entschuldigen. Wir hatten behauptet, sein Bischofssitz würde 31 Millionen kosten. Das war falsch. Der Bau seines neuen Bischofssitzes ist angeblich noch teurer als bisher angenommen. Die Summe liege deutlich über den geschätzten 31 Millionen Euro. Im Gegensatz zur katholischen Kirche machen wir halt auch mal Fehler. Abgab von Tobias Döll. The EU. Fuck the EU, so hat sich eine amerikanische Top-Diplomatin über Europa geäußert. Hier. Fuck the EU. Ja. Ich find's nicht nur unverschämt, ich find's auch sehr ambitioniert. Die ganze EU? Okay. Berlusconi hat's ja probiert, er ist nicht ganz durchgekommen. Fuck the EU, so reden die da. Hier, so sieht in Amerika eine Stellenanzeige aus für den diplomatischen Dienst. Schauen Sie mal. Wir suchen einen bekackten Schwachmaten, der die Scheißbeziehung zu den europäischen Arschkrampen verbessert. Voraussetzungen? Höfliches Auftreten und vollendete Umgangsform. Übrigens, in fucking Europa wird gewählt. Ende Mai Europawahl. Die Parteien sind alle schon wieder im Wahlkampfmodus, die Wähler leider noch gar nicht. Ist denn Europapolitik wirklich so langweilig? Zu langweilig? Möglicherweise. Wir kennen einen Mann, der das ändern will. Das ist Johannes Schlüter, Abgeordneter im EU-Parlament. In Deutschland interessiert das allerdings kaum jemanden. Zur letzten Europawahl gingen nur 43%. Herr Schlüter, warum ist Europapolitik für die Bürger so langweilig? Das weiß ich auch nicht. Unsere Entscheidungen betreffen ja praktisch jeden. Als wir zum Beispiel neulich die Trinkwasserversorgung in Europa privatisieren wollten, hat unser EU-Binnenmarktkommissar einen Vorschlag für die EU-Konzessionsrichtlinie 18960-11 ausgearbeitet. Aber du, brauchen wir noch Milch? Ist der Vorschlag nicht angenommen. Nur Haarmilch, also Vollmilch haben wir da. Ne? Grüne Kiste kann man brauchen, also Eier brauchen wir auch nicht. Dann bringe ich nur Haarmilch mit. Und alles klar. Jo, bis später. Jo, tschüss. Die Trinkwasserversorgung wieder privatisiert werden kann. Schlüter versucht immer wieder Interesse für seine Europapolitik zu wecken. Hallo Liebling. Zu Hause hat er damit sogar einen gewissen Erfolg. Der Papa hat eine ganz wichtige Richtlinie für die Zulassung der genmanipulierten Maissorte 1507 ausgearbeitet. Schläft. Schlüter möchte möglichst viele Menschen für die EU begeistern. Zum Beispiel mit Hilfe des Radios. Was über seine Arbeit erzählen. Ja, also unser EU-Agrarausschuss hat in Zusammenarbeit mit der Agrarlobby einen neuen Gesetzesentwurf erarbeitet. In Zukunft wird es den Bauern in der EU nur noch erlaubt sein, das Saatgut großer Agrarkonzerne auszusäen. Ja, und so begünstigt das neue EU-Saatgutverkehrsrecht, also besonders Dünger- und pestizidintensive Monokulturen. Ja. Tschüss. Entschuldigung, muss jetzt nicht der Schlusssatz kommen? Wie? Was? Ach ja, Johannes Schlüter, ein Mann macht Europapolitik wieder spannend. Ein Film von Oliver Loke, Dennis Kaup und Jesko Friedrich.
Die Schweizer haben sich ja jetzt mit knapper Mehrheit gegen Massenzuwanderung entschieden. Viele EU-Politiker sind entsetzt. Die hatten gehofft, es wäre doch mal Ruhe im Kanton. Ja, die Frage ist natürlich, schneidet sich die Schweiz damit nicht in den eigenen Käse? Wir haben ein bisschen Karlauer-Alarm heute, kann das sein? Mir gefällt's. Immer erst mal im Ernst. Ohne Zuwanderung wird die Schweiz das größte Inzuchtprojekt der Menschheitsgeschichte. Ja, überlegen Sie mal, eine Population, die sich nur noch untereinander kreuzt und genetisch nicht mehr mischt. Ich will ja nichts sagen, aber im Kopenhagener Zoo wird man als Giraffe dafür an die Löwen verfolgt. Nehmen Sie mal ein Beispiel. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft. So sieht die aus. So, wenn man da jetzt alle Einwanderer wegnehmen würde, dann sähe die Mannschaft so aus. Ja? Vier Spieler und ein Wimpel. Super. Lustigerweise hat die Initiative gegen die Zuwanderung ja die meisten Stimmen bekommen in Kantonen, in denen es fast keine Ausländer gibt. Zum Beispiel im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Die Gegend heißt wirklich so, Innerrhoden. Klingt eigentlich nicht wie eine Landschaft, sondern wie was, womit man dringend zum Urologen muss. Ich weiß nicht, Innerrhoden. Aber dann noch im Kanton Uri, da auch. Die sind auch gegen andere Kulturen. Kanton Uri, da gilt man, glaube ich, schon als fremde Kultur, wenn man keine Glocke um den Hals hat. Natürlich, gerade die Deutschen sind auch schockiert. Viele deutsche Politiker haben sich auch wirklich sehr kritisch geäußert nach dieser Entscheidung. Zum Beispiel Elmar Brok von der CDU im Europäischen Parlament. Man kann es nicht erlauben, dass ein Land sich nur die schönen Dinge herauspickt und andere Bereiche dann nicht zulässt. Und deswegen kann dies zu einer Krise zwischen der EU und der Schweiz führen. Ja, ich meine, ich pick mir auch nicht nur die schönen Dinge raus. Ich trage sogar diese Jacke hier aus dem Fundus der CDU-Leinspielgruppe Paderborn. Ja, es ist jetzt für uns Deutsche ein ganz ungewohntes Gefühl, Ausländerfeindlichkeit auch mal von der anderen Seite kennenzulernen. So fühlt sich das an. Interessant, ne? Wenn man in einem anderen Land nicht willkommen ist. Wir sind quasi die Rumänen und Bulgaren der Schweiz. Die Schweizer wollen uns nicht mehr. Ich finde es ein bisschen enttäuschend. Ich finde es auch ein bisschen traurig. Ich meine, wen haben wir denn all die Jahre abgenommen? Wer ist denn zu uns ausgewandert? Ackermann, Kachelmann haben wir den abgenommen. Paola und Kurt Felix. Gut, wir müssen das Ergebnis akzeptieren. So ist das mit der direkten Demokratie in der Schweiz. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Bürgerentscheide. Viele davon sind ausgesprochen sinnvoll, andere nicht so sehr. Diese tapferen Bürger aus Wedel kämpfen gegen den mächtigen Stromkonzern Vattenfall. Ein neues Gaskraftwerk direkt hinter ihren Wohnhäusern? Nicht mit dem Wedeler Widerstand. Dann haben wir einen Bürgerentscheid initiiert, in dem wir also Stimmen sammeln gegangen sind. 2039 Wedler haben im vergangenen Jahr gegen das Megakraftwerk unterschrieben. Genug für einen Bürgerentscheid. Der Wedler Widerstand kann zufrieden sein, oder? Nee. Und warum nicht? Die Verhältnisse haben sich ja geändert. Alles ist so quasi auf Null gedreht. Und von daher stimmen die ganzen Voraussetzungen nicht. Denn Vattenfall will hier vorerst gar kein Kraftwerk mehr bauen. Also Schluss mit dem Verfahren für einen Bürgerentscheid, oder? Man kann es nicht pausieren lassen, weil der Gesetzgeber hier keine Möglichkeit des Pausierens vorsieht. Denn einen Bürgerentscheid in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf, auch wenn es gar keinen Grund mehr für ihn gibt. Der Bürgerentscheid wird am 16. März durchgeführt. Dafür werden Wahlbenachrichtigungen verschickt, Wahlhelfer bestellt, die 16 Wahllokale geöffnet und die Stimmen ausgezählt. Das macht rund 32.000 Euro. Es kostet ein Heidengeld und es ist Steuerverschwendung. Das hat der Gesetzgeber so vorgesehen. Man kann nicht sich für direkte Demokratie entscheiden und das Ganze zum Nulltarif. Das gibt es nicht. Und das ist so gewollt und das haben wir auch so zu akzeptieren. Ja, liebe Wedler. Sie wollten Ihren Bürgerentscheid und jetzt kriegen Sie Ihren Bürgerentscheid. Auch wenn er gar keinen Sinn mehr macht. Da kann man nichts machen. Oder? Also man könnte erneutes Bürgerbegehren gegen das Bürgerbegehren auf den Weg bringen. Das müsste man im Innenministerium vorlegen. Ich wäre schon gespannt, wie das Innenministerium darüber entscheiden würde. Da sind wir auch mal gespannt. Wo können wir unterschreiben? Bei Zapp gehen Sie jetzt
Wissenswertes zu Germany's Next Topmodel. Viel Spaß.